Hallo miteinander und willkommen zu einem weiteren kleinen Angespielt zu einer Vorstellung. Das Ganze hier heißt Spacebunks und ihr seht, das ist so, ja, vom Look her so ein bisschen Borderlands-mäßig von der Art, wie man spielt, ist das hier so ein, ja, Diablo-mäßiges Teil Action-RPG. Und ja, ich habe gerade einen neuen Auftrag hier abgeholt und den versuchen wir jetzt mal zu machen und gucken mal, wie das hier laufen wird, weil wir eigentlich, ja komm, wir machen es einfach so, das passt schon. Ich habe eine bisschen Nahkampfwaffe bekommen, das sollte reichen, hoffentlich. So, die zwei Juden habe ich schon gemacht, die Aufträge. Jetzt nochmal die zwei hier holen. Zack, Power off, klar, Start. Das dürfte jetzt eine Weile dauern, bis wir da reinkommen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt momentan im Early Access im Epic Games Store. Falls ihr euch fragt, wo ich dieses Spiel schon wieder her habe. Und ja, ich fand es bisher eigentlich ganz lustig. Es, ja, gegen die normalen Mobs relativ einfach. Bei den Bossmonstern, da wird es dann wieder ein bisschen schwerer. Aber... ja, ich dachte, ein Blick auf ist es auf jeden Fall wert. So, und das, also theoretisch kann man das auch zu viert hier im Koop immer spielen oder halt mit, ja, mit Fremden oder mit eigenen Leuten. Ich habe es bis jetzt immer solo gespielt, um mal zu gucken, ne, ob es auch. Ob es auch solo-mäßig spielt. Aber hier sieht das Ganze aus. Ich habe die Grafikeinstellungen hier auf Maximum gestellt. Linksklick ist hier immer, ne? Waffen, zack, zack, zack. Ja, um links haben wir unsere Schilde und unsere AP und mit Rechtsklick tun wir hier zielen und schießen, mit Linksklick dann entsprechend. Das sieht, wir haben unten auch Talente, die wir benutzen können. Und dann nur eins, das Q-Talent. So, gibt auch vier verschiedene Helden hier in dem Fall zur Auswahl. Die Helden könnt ihr auch jederzeit hier im Spiel wechseln. Falls ihr hier genug Premium Currency habt, aber bei mir sieht das so aus mit dem normalen Kauf, die kosten immer 65. Das ist eigentlich für alle reicht, also... ja. Das kann man sich dann gönnen und ihr seht ja auch die unterschiedlichen Stärken. Also das ist eben mal Gesundheitsschild und Bewegung. Und die haben auch hier entsprechend verschiedene Sonderfähigkeiten, die sie freischalten können. Ja. Das sind hier eben die entsprechenden Unterschiede. Sieht auch sehr geil aus, der Typ hier. Ja. Und ne, das könnte natürlich auf dem Modell rauslaufen, wo dann mit der Zeit dann einfach mehr Helden dazukommen und man sich die eben dann entsprechend auch für die Premium Currency kaufen kann. Vielleicht ist das so die langfristige Variante, wie sie das hier finanzieren wollen. Es ist ja ein Serverspiel, ne, womit man immer online sein muss und so weiter, um es zu zocken. Also auch das nochmal eine Warnung an der Stelle. So, aber seht ihr, das sind die Helden. Und jetzt gehen wir zurück ins Gameplay. Jetzt für den ganz normalen Menschentypen entschieden, zum Ausprobieren. Und ihr seht, ne, diese ganzen netten comic-mäßigen Effekte mit Kapow und hast nicht gesehen, wie wir hier treffen. Da war mal ein Crit dabei. Ja, soll am besten mit dem Gamepad spielbar sein. Spielst trotzdem mit Maus und Tastatur. Also auch das geht. So. Findet ihr tatsächlich, also zumindest optisch nicht so häufig Loot? Ja? Irgendwie findet man immer nur diese komischen Steine und was weiß ich was. Lol. Hm. Interessant, okay. Das können wir vielleicht nutzen bei an anderen Stellen. Also wir müssen hier irgendwie drei Leute Sachen aktivieren. Ich finde die Grafik ist echt schön, ne? Also dabei, dass das so Cell-Shading und so weiter ist. Sieht echt nice aus. So. Shift kann man auch sprinten. Ah, die kleinen hier. So, dashen ist mit Space. Zum Ausweichen. Kann man aber nicht unendlich oft machen. Musik ist natürlich ganz nett, ne? Das heißt ja Spacepunk, also. Ne? Das ist natürlich authentisch. Finde ich gut. Ja, Sprengfässer, ne? Gibt's auch. Ja. Wir dürfen den Kernspiel fehlen, was etwas von sich hält. So. Nein. So viel dazu. Ah ja, hier wäre so ein Ding gewesen, ne? Vorhin hatte ich so einen Hammer dabei, der hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. War etwas langsamer, konnte seltener zuhauen. Die Schwerter hier, die ich jetzt habe, die sind ein bisschen schneller. Auch nicht schlecht. Aha. Warten schon auf mich da hinten. Quack. Ihr seht immer, ne, wo die Feinde hinschießen. Diese netten Cones, die zeigen das einen ganz gut. Es sind nicht wirklich Cones, es sind eigentlich eher zylindrische. Nicht mal zylindrische, eigentlich sind es viereckige Anzeigen. Aber ist egal. Hauptsache ihr seht, wo der Feind hinschießt. So. Der nächste Drop. Na, komm, ja, komm mal her. Hab ich jetzt einen damit erwischt? Vielleicht schon. Mit R kann man nachladen, die Waffe.
So, wir nähern uns ja schon dem ersten Ziel, so wie es aussieht. Ja. Ja, eben. Hättest du mal lieber nicht gemacht, mich anzugreifen hier. Mr. Roboter. Ja, seht, ne, also es ist schon jetzt, sag ich mal, wir sind noch ganz am Anfang vom Spiel, das muss man auch dazu sagen. Hier klatscht mal eigentlich alles weg ohne Probleme. Verdienen kaum Energie. Aber wenn es ja auch einen Boss gibt, dann wird der ein bisschen schwieriger sein. So. Ich finde auch, es ist nur ne, das Übergehen von Nahkampf zu Fernkampf läuft auch sehr dynamisch ab. Sieht alles auch super aus. So, links oder rechts? Mal, da sind sie da oben. Ah. Komm her, komm her. Kommt hier alle, kommt alle her. Na los, kommt her. Oh mein Gott. Ja, ja. Ganz genau. Hast du wieder gedacht, ich kann mit der Rakete mehr machen. Yes. Rückzug. Bis die nächste Rakete fertig ist. So, ne? Also man kann es natürlich auch gleich übertreiben, ein bisschen was einsammeln, ne? Dann geht's auch schneller. So. Ja, wunderbar. Ich sehe noch froh, wenn man was einsammelt. Oh ja, Geld, geil. Gut gemacht. Sehr gute Arbeit. Ja, ne? Warnung, es gibt auch einen Premium Store, ja. Also, falls ihr vor sowas allergisch seid, ja, es gibt einen im Spiel. Sieht aus auf irgendeiner Premium Currency. Mir ist nicht ganz klar, wozu man die überhaupt braucht. Ich habe jetzt quasi pro Mission in der Regel ein Item bekommen. Vermutlich braucht man es irgendwie, um die Progression etwas zu beschleunigen. Ich werde gleich nachher nochmal reinschauen. Ich glaube, Skins und so gibt es auch für die Charaktere. Das kann man sich auf jeden Fall holen. Ja, ich weiß, wir müssen eigentlich da hinten nicht, aber. Ich sammle ja ganz gerne Sachen ein. Und klatsche irgendwelche kleinen Robo-Viecher. Richtig ums Eck hier. So. Und ihr seht da unten immer 6 von 18. Das heißt, eigentlich gibt es hier auf der Map noch eine ganze Menge von dem Zeug. Also, das ist immer die Anzeige der normalen lootbaren Kisten. Ja, genau. Let's play, ja. So. Alles auseinandernehmen hier. Da hinten sind noch mehr. Was meint das Dancen, ne, mit ihren Idle Animations? Ah, ah. Kommt her, Freunde. Genauso. Was, der Choke Dog? Alles klar. Ah, Junkyard, nicht Choke Yard. So, lade nach. Kapau, kapau, kapau. Ich bin auf andere Waffen, ehrlich gesagt. So, einmal nachladen. Ich hatte ja tatsächlich in letzter Zeit sehr viel Lust auf so ein Spielchen hier. Deswegen habe ich hier dann auch direkt zugelangt, wenn ich ehrlich bin. So, dieses Teil hier ist es also. Ah ja, okay, da ist der Power Generator, den wir zerstören sollen. Ja, ja. Ist echt... zerschlagen ihn mit unseren Messern. Achso. Hä? Oh, hi! Wo kommt die denn jetzt her? Komm schon. Au. So, vorbei. Da kommen noch mehr Jungs. Und da auch noch. Ja, ja, ja. Au. Das hat mal ganz kurz unser gesamtes Schild gekillt. So, okay, okay.
Nicht durch die Musik, ist das alles gut? Schauen wir uns hier noch ein bisschen um, wo liegen hier noch die Schätze vergraben? Genau, danach, nach der Mission schauen wir uns mal gemeinsam mal den Premium-Shop an und ein bisschen was wir freischalten können. Vielleicht geben wir auch irgendwelchen coolen Loot hier noch raus. Schon mal eine andere Waffe. Das ist nicht nur die Anfangswaffe. Kann F drücken, kann aber auch draufschlagen einfach. So. Gut, gut, gut. Effekte finde ich auch recht entspannt. Ja. Ein bisschen was das Auge. Das nimmt man doch immer wieder gerne mit. Hi, ja, hi, ja, yeah, bam, bam, bam. Heißen die Welder oder Wielder? Oh, warte mal, das soll ich schon mitnehmen. Ah, das war tatsächlich mal was, eine Range Weapon. Man kann die aber, soweit ich das jetzt hier gesehen habe, eben tatsächlich im Kampf nicht switchen, sondern einfach nur immer in der Basis. In dem Hub, in dem wir da am Anfang waren. Gut, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Die anderen zwei Generatoren erledigen. Ich finde, das ist mal so ein bisschen so eine komische... Ach, der ist direkt hier. Ich finde, das ist mal ein bisschen so eine komische Wahl, wenn man das nur außerhalb der Mission machen kann, aber gut. Ja, mach mal die Jungs hier kurz kalt. So, die hier sind völlig ohne Probleme. So, uns ein bisschen Luft verschafft hier mit dem Spezialangriff. Und noch mehr von denen. Nein. Ist doch alles gut. Okay. Ach, das sind echt noch welche. Wir können beides gleichzeitig machen. Ah. Gut. Lade nach und jetzt der letzte. Irgendwo da unten. Ich möchte zwar, dass wir nicht alles mitnehmen werden hier aus Testzwecken, ne? Weil wir möglichst viel zeigen wollen hier in dieser kurzen Zeit, die wir haben. Deswegen rennen wir mal eher schnurstracks zum Ziel. Bang. Oh, nochmal was. Noch ein Schild. Ein besseres. Okay. Also die lilanen Pinöppel sind wohl tatsächlich immer Items. Aber es ist jetzt nicht so, dass man mit Items überschwemmt wird, ne? So wie es bei vielen anderen Spielen dieser Art ist. Das habt ihr sicher gemerkt, wir haben jetzt glaube ich 3 oder 4 insgesamt hier in dem Level. Ah ja, und hier ist das Hacking. Wir kommen da rechts rein und müssen halt einen freien Weg suchen. Super einfach zum Ziel. Zack. Oder wir müssen die Schaltkreise alle verbinden ordentlich. So kann man es vielleicht auch definieren. Oh nein. Habt ihr gedacht, ihr könnt mich überraschen, ja? Ich tatsächlich auch. Es macht sehr viel Spaß, diese zu shooten hier. Ich bin relativ gespannt auf die anderen Biome. Ich meine, es ist Early Access, ist ein bisschen die Frage, wie die schon drin ist. Ist aber dafür auch bisher recht solide. Also keinerlei, sag ich mal, auffällige Bugs oder irgendwie so ein Gedöns. 12 von 18. Ich nehme mal doch eine ganze Menge davon. Lad mal nach. Hallihallo. Gegnervielfalt ist jetzt halt nicht so groß, ne? Also wir hatten jetzt in dieser Mission quasi 2 Gegner die ganze Zeit, immer dieselben. Da kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen schon drüber aufregen, ja. Ist aber jetzt potenziell auch etwas, was man theoretisch auch im Laufe des Odyssees natürlich sehr gut fixen kann, wenn Geld reinkommt, dass man eben mehr Gegner designt. So. Ah ja.
Gut. Dann machen wir mal hier. Kapow. Jetzt kommen hier wieder schon wieder welche, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe. Unfassbar. Komm, lad nach. So, komm schon. Destroy, destroy. Diese Explosionen sind auch nur, um uns wegzuhalten von dem Teil, ne? Dass wir es nicht alles auf einmal machen können. So, einfach da reinballern in die Richtung. Wir treffen immer ein. Das ist garantiert. Ne, Partikeleffekte und so fühlen sich auch ganz gut. Auch die Waffen sind tatsächlich relativ wuchtig. Obwohl man es vielleicht gar nicht so glaubt, so richtig. So. So, jetzt können wir extracten. Ja. Du Toaster, Bitch, du. Zack. Jetzt lass uns mal hier oben schnell schauen. Weil, ja, ne. Wenn ja, nicht, dass wir hier irgendwie noch irgendein Item oder so verlieren. Vielleicht gibt es ja irgendwas Tolles, ja. Der Extract müsste jetzt irgendwo aufgetaucht sein, ziemlich in der Nähe. Da wäre man dann hochgebeamt. Da hinten irgendwo. Das ist ja interessant. Zumindest weiter weg als sonst bisher. Hier in diesem kleinen Teil? Nein? Habe ich eigentlich eine Karte hier? Nee. Ah, okay, sehe schon. Ihr seht, wir haben hier hinten in dem Bereich noch irgendwas, wo wir nicht waren. Hallo. It's me. Ich wollte mal schnell vorbeigucken. Ein bisschen nach dem Rechten sehen. Au. Jetzt sind wir ja fast gestorben gerade wegen dieser Bombe. Ja. Wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Müsste aber passen. Also jetzt zumindest nicht mehr. Jetzt gehen wir natürlich hier rüber, um diese Kiste hier zu holen. Das Gefühl, dass bei denen hier auf jeden Fall das Schießen mehr bringt als in der Nahkampf. Hm. Sagen, da wollte einer wohl gerade. Er kam aber nicht mehr dazu. So wären bei denen hier, bei den Kleinen. Da ist das doch sehr effektiv, sich da kurz durchzuschnetzeln. Und die haben einfach mehr AP. Sind wir mal ehrlich. Das eine sind irgendwelche Segelwerksroboter, ja. Und das andere, das sind irgendwelche Schweißer. Ne? Okay. So, da ist noch eine Kiste, können wir auch noch mit. Wie waren wir denn jetzt? 15 von 18, ha? Damit kann man doch eigentlich leben. Das ist doch ein Wert, wo man jetzt zwar nicht stolz drauf sein kann, aber doch sagen kann, ja, ich denke, ich könnte den Level verlassen, ohne Albträume zu bekommen. Ja, machen wir das doch, komm. Raus hier. Da schauen wir mal noch hier ein bisschen, was wir für Items bekommen haben. Ich glaube, es war immer noch keine neue Waffe, also keine Schusswaffe dabei. Das Ende aus, ne? Kann sich hier alles schön zusammensammeln. Ja. Neue Stats. Das sind Level 3 offensichtlich. Ach, guck mal, doch, eine Waffe war dabei. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir nicht gleich auch einsetzen können. Ja, und ihr seht ja hier in dem Hub, da sind auch andere Spieler unterwegs. Mal hier den hier, so mit hier Fame Road, das ist halt alles so ein bisschen, ne? Ja, es gibt hier ständig irgendwelche Lootboxen, die man sich, aber das ist halt so, ja, muss das wirklich noch sein, ne? Keine Ahnung. So, also das hier ist so ein bisschen in der Art gemacht, Trophäen und Kontakte, da seht ihr, die haben wir noch nicht. Warte mal, wir müssen doch eigentlich... Halt, erstmal zum Vault, so. Da ist jetzt unsere alte Waffe, der Raffler. Das ist der Pointer. Das ist der Bullet Spur. Bullet Spucker.
Okay. Das ist eher so ein One-Shot, ja, Sniper-Gedöns hier, so wie es scheint. Ja, okay. Und das hier ist wahrscheinlich eine, ja, das ist so eine LMG. Nehmen wir mal das Sniper-Ding. Testen wir das mal aus. So ein besserer Schild ist auch am Start. Ist natürlich nicht wirklich sichtbar hier. Ansonsten haben wir hier nichts Neues, ne? Also ihr seht hier bei den Waffen. War das nicht eigentlich Slice? Man sieht den Hammer hier. Der macht natürlich mehr Schaden. Was besser gegen diese. Gegen das und dieses Schwein hier, ja? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was mit dem Schwein auf sich hat. So, hier hinten ist der Premium-Laden. Lass mal kurz hier reingucken. So, also für. Das sind die anderen Helden hier. Iris, Bob und Finn. Ein Schwein. So, Swag-Style. Kann man anziehen. Emotes, dahin. Na. Alles hier wunderbar. Okay. Das sind so Cosmetics eben, ne? So, Traces of Gold. Hier nochmal den geilen Umhang. So. Jetzt sind wir natürlich viel edler unterwegs. Also, wir können aber noch Rewards abholen, ne? Reward Notifications. Ist das bei dir immer oder wo ist das? Die Aufgabe haben wir auch von dem Roboter hier bekommen. Du. Ah, wir müssen noch die Stormgrounds-Mission machen, immer hier den nächsten. Okay, also dann machen wir halt auch die und dann können wir. Warte mal, was ist denn? Bist du eigentlich, ja? Ja. Der sieht aus wie ein Untoter aus WoW, so mit den leuchtenden Augen und so. So, hier Skills und Talente. Okay, wir sind auf dem Weg zu Duke's Overload. Dann haben wir hier das zweite Teil bei den Talenten. Da seht ihr, ne, das ist der Baum, den wir hier haben. Kein weiteres Talent momentan. Ich habe mich bisher in diese Richtung hier entwickelt. So, warten, bis wir auf jeden Fall weiter aufsteigen. Machen wir nächste Mission, dann seht ihr das auch nochmal. Testen wir die zweite Waffe, ob die cooler ist, ob die besser ist, vielleicht. Man weiß es nicht. Und starten. Was man ja links sehen kann, ne, dass hier einige andere Leute, die hier rumlaufen, tatsächlich auch so fast genau dieselbe Waffe in der Hand haben. Vielleicht könnte es also sein, dass die, naja, die Arten und so, dass es da nicht ganz so viele unterschiedliche Modelle von gibt. Aber, ne. So hundertprozentig verifizieren kann man das nicht. So Stormgrinders. Zack. Go to the battery dispatcher. Turn it on and remember, stay close during the authorization process. Ah. Alles klar. Sind wir genau ein Schuss, ne? Die hoffentlich dann durch alle Leute durchgeht, so wie es aussah. So, den Battery Dispatcher sollen wir ausführen. Komm, gib mir Gegner. Ich will das testen. An lebendem Fleisch oder eher an, naja, totem Fleisch, Metall. Also überhaupt kein Fleisch eigentlich, sondern Material. Kaltes Eisen. Unbewachte Truhen überall. Ist sehr verdächtig. Was ich mir mit diesem ganzen Geld mache, weiß ich es auch noch nicht so richtig, aber ja, irgendwas wird man sich schon irgendwo kaufen können. Das Tutorial hat es mir jetzt aber noch nicht erzählt. Oh, da ist ein Item, ein Schild wieder. Ein neues Schild. Naja, guck mal an. Oh, ich verstehe. Ja, doch, ich verstehe schon, wieso alle diese so ein Ding hier in der Hand hatten. Das benötigt den wenigsten Skill und hat den größten Durchschlag. Ja, herrlich. Wenn man also mit Gambit spielt, kann man auch Aim Assist und so weiter anmachen. Ich könnte es mit Gambit natürlich auch versuchen, aber das müsste ich jetzt wieder rauskramen zuerst. Ich spiele eigentlich ganz gern mit Maus und Tastatur. So. Zeig mir mal mehr. Ich will von mehr von diesen krassen. Nein, nicht von euch. So, da seht ihr es auch, ne? Dieser Hammer. Der kann auch schon ein bisschen mehr. Upsi, das war falsch. Heilige Scheiße. Ja, wie gesagt. Die Waffe ist schon okay. Ja, ich würde meine Empfehlung aussprechen. Also, falls ihr euch mit diesem ganzen Rumgerände und Ausweichen und so nicht so viel Mühe machen wollt, dann nehmt einfach die Sniper. Oder die Sniper Railgun, besser gesagt. Dieses Geschwätz, du. Bam. Oh, das sind die anderen. Das kann man natürlich auch schön immer allein die Schüsse, ne, haben wir gesehen.
dass man das hier optimal ausnutzt. Alles so bei den Treffern? Ah, schon auch trotzdem auch angenehmer. Das sind nämlich 3 Stück dann immer. Ich schwebe in eine immense Lebensgefahr. Nicht. Sei Dank, ne? So ein Fass wäre uns schon fast zum Verhängnis geworden, mal. Ich glaube, da hinten war auch noch einer. Ja, kommt mal hier rüber. Lass doch mal ein bisschen Spaß haben. So ein Glücklicher. Er konnte eine Sekunde länger leben als seine Kollegen. Man muss sogar nur in die ungefähre Richtung schießen. Finde ich gut. Kommt. Völlig chancenlos. Das ist die Frage, wie das gegen bei Bossen ist. Vielleicht haben wir ja hier einen. Ich würde euch gerne einen Boss zeigen, tatsächlich. So, ansonsten muss ich mal gucken. Ich schneide ansonsten, wenn es zu lang wird, einfach hier einen Teil raus. Falls es hier einen Boss gibt. Dann zeige ich euch den einfach. Quasi hier so im Anschluss. Ich fand die ganzen Partikeleffekte von den explodierenden Typen ganz nett. Bis sie uns wegschnetzeln wollten hier. Habt ihr das gesehen? Diese elenden Sägewerkshilfsarbeiter. Alles mitnehmen. Na komm. Wo ist eigentlich unser Ziel überhaupt? Wo ist unser Ziel? Ich habe keine Ahnung. Völlig ahnungslos. Wahrscheinlich müssen wir den erstmal finden, den Battery Dispatcher, bevor wir ihn anschalten können. So. Okay, ich hab die Batterie, ja. So, ich hoffe, müssen wir das jetzt doppelt machen, oder? Muss ich hier nochmal wiederkommen? Ja. Ich will beide mitnehmen. Ich kann nur eine mitnehmen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich kann damit nicht sprinten. Oh nein. Es sieht super strange aus. Habe ich diese Batterie irgendwie am Gürtel festgehängt? Ah, ist echt unangenehm am Rücken. Also wir gehen erstmal zu dem hier hinten, ne? Der ist nämlich ein bisschen weiter weg. Da war ich nämlich eben schon. Und habe ich dann gefragt, hey, wie zur Hölle soll ich dieses Ding anmachen? Ich habe den Scheiß, den ich dafür brauche, überhaupt nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ist jetzt die Energie ausgegangen? Alter. Okay. Aber ich konnte nicht sprinten. Dann eben doch mal. So, ne? Also wenn man rollt, ist es auch ein bisschen schneller. Muss man auch sagen. So, und. Zack. So, der läuft wieder. So, ich mach mal die nächste und dann gucken wir mal, was passiert. Beziehungsweise ehrlich gesagt, ich kann sie ja mal mitnehmen, aber ich weiß noch gar nicht, wo das andere Ding eigentlich ist. Komm, wir suchen mal. So, das sieht ihr jetzt, wie sie sich leer macht. So sieht man es auch. Der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, ha? Huh? Ich suche ihn mal, ja? Calibrated signal will attract nearby robots, Pathfinder. Alles klar. Wir müssen das Ding halten hier. Wait, I'll come to you. Erstmal nachladen. Gute Idee. Bist du weg hier? Hier wird dich aufgehalten. Auf geht's. Okay, nachladen. Solange ich die echt so perfekt immer erwische, passt das, ne? Oh, das ist... Das Schwimmen können, dass die aus der anderen Seite kommen, von der anderen Richtung meine ich. Ach so, ich muss das immer neu starten, wenn sie in den Kreis reinkommen. Ist aber nicht drinstehen, oder? Nee. Nie. Bist du wohl auf mich hier zu interrupten die ganze Zeit?
Ach so. Ganz kurz weitermachen hier. Nachladen? Ja, das ist ein echtes Problem manchmal bei dem Ding hier. Das dauert halt echt ewig. Und wenn man so bei so einem halten Ding hier eigentlich eher schneller schießen muss oder darauf halten muss, dass man sie echt auffällt, vielleicht ist auch dieses LMG auch noch besser, ne? So, lad nach, komm schon. Wir sind bald soweit. Ah ja. Das war ein echt schlechter Schuss. So, wir haben's, Leute, wir haben's gleich. Na? Kommt noch ein Big Boss jetzt? Das ist nicht dein Ernst, ey. 5 Sekunden vor Schluss. I see you. Nice. Time to go home. Oh, nein, kein Boss. Wir sind fertig. Okay. Ja, schade. Ja, die Bosse haben halt auch, ne, so wie man Saturn-Bossen kennt, irgendwie so kleinere, mehrere Attacken, so eine Abfolge, die sie halt machen und so. Zumindest so viel kann ich euch dazu sagen, zu dem einen, den ich bisher hatte. Aber ist jetzt ja alles, ne, wie man es halt gewohnt ist von solchen Spielen. Muss man sich halt angucken, was der so macht, dann merkt man sich das und dann hat man die Taktik schon dagegen. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen hier. Würde ich sagen, wir gucken uns vielleicht auch gemeinsam die Belohnung an, ja? Gucken, vielleicht werden wir irgendwas Neues freischalten, wer weiß, ja? Das könnte auch sein. Was man sagen kann, ist, dass die Ladezeiten tatsächlich aber immer ziemlich lang sind. Ja, manchmal, wenn man in den Level reingeht, dann lädt da ziemlich lange den Server. Und auch hier jetzt, wenn wir rausgehen, doch da manchmal erstaunlich lange. Ne? Also ihr habt es gehört. Seid gewarnt. Oh, jetzt muss ich tatsächlich auch rausgeschmissen. Ja, sehr gut. So, ja, also wie ihr seht, Disconnect gibt es auch und ich komme jetzt auch erstmal nicht mehr rein. Auch da wurde die ja so gewarnt. Ne? Vielleicht lohnt es sich da noch ein bisschen abzuwarten. Vor allem ist es ja so am Anfang. Diese Spiele rauskommen, es ist ja in der Regel so, dass die Probleme mit den Servern erstmal eine Weile bestehen, bis sich alles eingekickst hat. Ja, in diesem Sinne, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch informiert gefühlt habt. Und dann sehen wir uns euch beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, mit dem nächsten vorgestellt oder mit einem Let's Play hier bei mir bei Torrent Gant. Falls euch sowas gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal tatsächlich wieder. Ciao, ciao. Euer Torrent.